fromage. Yeah, yeah. V.A. R.O. Folge 38, yeah, bei Early Boy. Folge 38 bei Early Boy. Es war alles so geil und alles fand Early toll. Wanderte als einer der Letzten. Ihn konnte scheinbar keiner mehr brechen. Und er farmte ein bisschen mal hier und da. Registrierte niemanden als Gefahr. Lass ein paar Fragen vor, geschmeidige Runde. Alles chillig, denn es gab keinen, der wusste, was noch geschieht. Und er lief und lief und wie immer war sein Ziel der Sieg. Klatschte Creeper für Creeper kaputt, denn Early kriegt da niemals genug. Schlug noch auf Eisen und Kohle, die bisher noch keiner holte. Doch Early war wieder nicht ganz bei der Sache. Ich hörte nur noch, wie es platschte. Die Lava führte in die Ewigkeit, dorthin, wo nur die Seele bleibt. Early fehlten die Worte, als er sein Leben verkorkste. Die Lava führte in die Ewigkeit, dorthin, wo nur die Seele bleibt. Das war ernsthaft schauerlich doof, doch wirklich ein trauriger Tod. Es wird teilweise eng, auch zum Livestream. Ich sehe, kann den Chat nicht vernünftig sehen, weil ich halt auch noch den Stream selbst sehen muss, dass auch alles läuft. Liebe Gemeinde, wir bedauern heute den Verlust eines geliebten Menschen, Kameraden und Freundes. Er war manchmal ein wenig unfähig, aber hat immer weiter und weiter gekämpft und hat niemals aufgegeben. Einige haben versucht, ihn zu stoppen, aber ohne Erfolg. Nun möge er in Frieden ruhen. Die Lava führte in die Ewigkeit, dorthin, wo nur die Seele bleibt. Early fehlten die Worte, als er sein Leben verkorkste. Die Lava führte in die Ewigkeit, dorthin, wo nur die Seele bleibt. Das war ernsthaft schauerlich doof, doch wirklich ein trauriger Tod. Die Lava führte in die Ewigkeit, dorthin, wo nur die Seele bleibt. Early fehlten die Worte, als er sein Leben verkorkste. Die Lava führte in die Ewigkeit, dorthin, wo nur die Seele bleibt. Das war ernsthaft schauerlich doof, doch wirklich ein trauriger Tod.